Hallo, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, auf dem Arashi-Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und hoffe, dass ihr auch eine ruhige, schöne Woche hattet und ihr euch jetzt aufs Wochenende freut. Heute ist Donnerstag, während ich das Video hier aufnehme für euch. Weiß nicht, ob ich das heute noch hochlade oder erst am Freitag dann. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Ich finde es mega cool, dass der letzte 7 Days Part bei euch so mega gut ankam. Das ist das letzte Video über die Booster Packs Opening von Team Syndrom. Richtig gut ankam. Und ich habe mir gedacht, wie ich euch versprochen habe, möchte ich ein Showcase machen über die zwei neuen Decks. Einmal Sonne, Mond, Dauer Inferno und Sonne und Mond, Sinnflutkanone. Und heute, denke ich mal, ist, glaube ich, das beliebteste Pokémon bei euch, denke ich, Glurak. Und deswegen fange ich mal mit Glurak an. Auch wenn ich erst überlegt habe, mit Turtok zu machen, aber es ergibt sich ganz gut, dass ich heute mit Dauer Inferno anfange, denn ich habe eine Mission noch, dass ich mit meinen Feuer-Pokémon 750 Schaden machen muss und ich habe noch kein Feuer-Pokémon-Deck. Und deswegen ergibt sich das, denke ich, als eine sehr gute Grundlage. Aber fangen wir jetzt mit dem Showcase an und schauen uns mal das ganze Deck einfach mal hier mal an. Schauen uns die Info an. Tanzende Flammen und lobendes Feuer. Tobendes Feuer. Nicht lobendes, aber auch lobend natürlich. Feuerfrei für die unermüdlichen Flammen von Glurak. Dieses Deck brennt super heiß. Also versorge Glurak mit genug Feuerenergie, um einen unaufhaltsamen Dauerbrandfall zu entfesseln. Lass es lichterloh brennen mit dem Themendeck Dauer Inferno. Da kriegt man richtig Bock auf dieses Deck auf jeden Fall, muss ich sagen. Und wir schauen uns das Deck doch einfach mal, würde ich sagen, an. Alle 60 Karten mal wieder. Und fangen natürlich an. Hier sehen wir auf jeden Fall ein süßes Glumanda. Zuckersüß. Das aus dem ein Motherfucker fucking Glurak wird, was ein Inferno entfachen soll. Könnte man noch nicht so meinen bei dem Pokémon, aber richtig süß. Glumanda, Glutattacke, 30 ATK. Dann haben wir Glutexo mit 90 WP. Achso, 70 WP hat Glumanda, 90 WP hat Glutexo. Hat eine Fähigkeit mit 2 Energie, Feuerzahn, 30 Schaden. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt verbrannt, auch nicht schlecht. Dann haben wir auf jeden Fall Glurak selbst mit einem WP von 150 Holo. Sieht mega geil aus. Sieht auch so aus, als würde er nicht nur aus seinem Maul rausschießen, sondern aus dem Fuß treten und alles brennt einfach nur lichterloh, wie es gesagt hat. Und es hat eine Fähigkeit, brüllender Entschluss. Einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, kannst du 2 Schadensmagen auf diesen Pokémon legen. Wenn du das machst, durchsuche dein Deck nach bis zu 2 Feuerenergie-Karten und lege sie an diesem Pokémon an. Mische anschließend dein Deck. Und dann haben wir hier eine Attacke mit Dauerbrandfall 30 plus. Man braucht nur 2 Energie, die man ja durch seine Fähigkeit bekommt. Also muss man vorher nicht wirklich auf Glurak gespart haben. Kann man also ganz easy peasy entwickeln, Fähigkeit einsetzen und ihr habt ein funktionsfähiges Glurak. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn ihr vorher Energie auf ein anderes Pokémon Wert gelegt habt. Das wird zufälligerweise gekillt und ihr habt Glurak auf der Bank, könnt ihr Glurak rufen, Fähigkeit und ihr könnt loslegen und könnt das Inferno entfachen. wenn ihr auf jeden Fall Dauerbrandfall macht, legt alle Energie von deinem Pokémon auf den Ablagestapel. So Attacken mag ich eigentlich nicht so sehr, aber okay. Diese Attacke fügt 50 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der auf diese Weise auf den Ablagestapel gelegten Karten zu. Also nicht schlecht, aber immer. Er kostet auf jeden Fall sehr viel Energie. Dann haben wir hier Glurak nochmal als Nicht-Holo. Hier haben wir Porenta mit einer WP von 80, Normal-Pokémon, kann einmal
mit einer Energie ziehe zwei Karten, sammel machen oder der Ausrüstungsknacker 20 plus. Dann haben wir Nidoran in Holo. Müsste, glaube ich, Holo sein. Oder sieht, nee, sieht nicht so aus wie Holo, aber ist mega süß. Familienruf kann es einmal. Durchsuche dein Deck nach einem Basis-Pokémon und leg es auf deine Bank. Mit anschließend dein Deck. Damit zwei Energie-Kratzer ist ein Gift-Pokémon. Psychomani. Eigentlich Gift, aber okay. Mische 5 Pokémon aus deinem Ablagestapel in dein Deck. Oh, das ist nicht schlecht. Familienrettung. Und mit 2 Energie könnt ihr bis mit 30 ATK machen. Hat eine WP von 90. Da haben wir dann Nidoqueen. Es sieht auch mega cool auf jeden Fall auf. Ruf der Königin kann es. Und dann haben wir noch Power Lasso. Mit 3 Energie plus 10. Dann haben wir Ponita noch. Wunderschönes Ponita. Mit 70 WP. Feuer-Pokémon natürlich. Erster ATK ist glühende Kohle. Macht 10 Schaden. Dann haben wir Stampfer mit 2 Energie. Macht 10 plus, wirf eine Münze Kopf. Bei Kopf fügt diese Attacke 30 Schadenspunkte mehr zu. Dann haben wir Galopper noch mit einer WP von 100. Sengende Flammen mit 20 ATK. Und dann haben wir noch Agilität 60 ATK. Und ja, dann haben wir den Timerball. Den Netzball. Ein Tausch. Tausch dein aktives Pokémon gegen ein Pokémon auf deine Bank aus. Auch nicht schlecht. Rokkos Durchhaltevermögen. Nachahmerin. Cynthia haben wir. Tali. Pokémon Fan Club. Professor Kukui. Und natürlich die Energiekarten. Also, wir sehen die ganzen Pokémon. Es basiert alles auf Glurak, auf Nidoran. Also Nidoqueen. Man könnte es sogar noch ausrüsten, vielleicht. Und Nidoqueen dazu machen, wenn man lustig ist. Und vielleicht Galoppa oder sonst was rausnehmen. Aber im Prinzip war es das Deck. Man hat eine schöne Münze von Glurak bekommen. Die Deckbox sieht auch nicht schlecht aus. Und wenn man jetzt lustig ist, kann man sich die Kartenhülle kann man jetzt auch noch mit so einer Feuer Energie machen oder was es auch immer für Hüllen auch gibt. Gibt einige. So, und ich würde mal sagen, wir benutzen jetzt einfach mal das Deck im Versus-Modus und schauen einfach mal, wie voran wir damit kommen. Themendeck. Können wir das hier nicht benutzen? Wartet mal, Freunde. Ich muss mal gerade mal schauen. Kann man das Deck nicht benutzen, oder was? Das wäre jetzt echt der Hammer, wenn man das Deck nicht nutzen könnte. Oder habe ich es mir gerade... Ah, ich habe es mir gar nicht gekauft, ich Idiot. Ja, okay, fail. Ich habe gedacht, ich hätte es mir jetzt schon gekauft. Ich habe gerade einen leichten Schreck bekommen, Leute. Aber okay. Einlösen natürlich. Und wir holen es uns. Und hier haben wir nochmal alle Karten, die man dazu kriegt. Wir machen natürlich fertig. Und jetzt nochmal Versus-Modus. Und Standard. Manchmal übernimmt er das nicht. Team-Deck meine ich. So. Wir sehen, es ist ein Normalfeuer-Psycho-Deck. Und ich würde mal sagen, legen wir einfach mal los. So, wir nach einem verfügbaren Gegner. Und schauen einfach mal, was das Deck so drauf hat. Ob wir gut durchkommen. Und ob wir auch einen Gegner finden. Oh, und perfekt. Wir haben den ersten Gegner gleich mal gefunden. Hallöchen, Christi TCG 282. Und spielt zufällig im selben Deck sogar. Wir nehmen Kopf. Leider verloren. So, jetzt sehen wir mal, wer der bessere Glurak-Trainer ist. Okay, wir haben hier erstmal gleich mal kein Glück, wir haben kein Pokémon, was wir legen können. Also erstmal alles gleich mal wieder ins Deck rein, was ein bisschen unvorteilhaft ist. Ich werde auf jeden Fall nach diesen Decks, wenn ich auch das Turtok
das Tour Talk Deck auch geshowcased habe, werde ich so ein kleines Fazit geben, welches Deck mir am besten gefällt. Und das ist immer noch mal. Und ich überlege mal, mit wem wir jetzt am besten anfangen sollten. Ich würde mal sagen, wir beginnen mit Nidora. Legen hier noch Poranda hin. Zack. Dann würde ich mal sagen, weil wir ja schon Nidorina auf der Hand haben, damit wir es auch entwickeln können. Nidoran eingesetzt mit Feuer-Pokémon Schaden machen, aber wir schauen mal. Er benutzt auf jeden Fall den Timerball. Und jetzt kann er sich eine Karte aussuchen. Er holt sich den Blue Texo. Möchte auch weiterentwickeln, wie es aussieht. Und legt natürlich auch eine Feuerenergie drauf. Wen hat's gewundert? Da kann ich mein aktives Pokémon damit tauschen. So. Wir durchsuchen unser Deck mit einem Basis-Pokémon. Ich würde mal sagen, wir nehmen natürlich Glumanda. Wir wollen eine Cluehacking-Aktion sehen, deswegen nehmen wir Glumanda hier noch am Start. Aber ich würde erstmal schauen, dass wir Nidoran bereit kriegen zum Angreifen. Und er entwickelt natürlich gleich mal Glutexo weiter. Er wird uns wahrscheinlich gleich mal 30 Schaden hier reinhauen. Am besten wäre es natürlich, wenn wir dann gleich noch Nidoqueen bekommen würden. Und wir sind verbrannt. Ja, super. Wow, Glück gehabt. Danke, Spiel. Danke, dass du so ehrenlos bist. Ich bin gerade mal am Überlegen. Er macht uns 30 Schaden. Ich bin echt gerade am Überlegen, wie ich das am besten am Start mache. Es wird ziemlich schnell am Arsch sein, ja. Es ist ziemlich blöd, dass wir jetzt gerade. Er ist das schwieriger auf jeden Fall. Ich denke mal, das ganze Ding ist ein bisschen ausgelegt auf Glurak, wie gesagt, dass man Glurak bereit macht. Dafür fehlt uns auf jeden Fall Glutexo noch. Er interessiert sich auch irgendwie nur für, also für einmal halt Glurak und Nidoqueen natürlich. Vielleicht habe ich auch mein Nidoran zu früh gelegt, aber wir hatten auch einfach, muss man sagen, ein bisschen Pech gehabt vom Ziel her. Dass er sogar, wenn er tot ist, noch bei der brennen muss, der arme Kerl. So, jetzt machen wir Poranda hier am Start. Poranda, Poranda. So, hauen ihn einfach mal 20 Schaden rein. Vielleicht kriegen wir ihn ja vorher gekillt. Es wäre geil, wenn wir jetzt noch Glurak kriegen würden. Das wäre mega cool auf jeden Fall. Aber wir kriegen auch keine gescheite Kanne, ja, weil er hat jetzt auch Glurak gezogen. Was ein mega Fail ist. Und er macht uns 130 Schaden. Fuck, man. Es läuft nicht gut, Leute. Es läuft wirklich nicht gut. Aber wenn wir Glurak spielen können, dann können wir es auch hinbekommen. Schade. Dann können wir es auch hinbekommen. Wir müssen nur ein bisschen Puffer noch geben. Damit können wir dann tauschen, aber wie gesagt, wir brauchen erstmal Glutexo. Und ich hoffe, dass ich glaube, er kann aber seine Fähigkeit jetzt auch gleich einsetzen. Er rüstet wohl auf Nidoran auf.
Es ist so ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Er hat sich wieder die Energiekarten und jetzt kann er jetzt angreifen oder nicht. Ich bin mir nicht. Wenn er jetzt immer noch angreifen kann, wäre es echt richtig hart vor. Aber sobald wir auch Glurak spielen können, ist sein Glurak ziemlich am Arsch. Und ja. Oh, Leute. Das habe ich mir das Showcase nicht vorgestellt. Und ich bekomme natürlich nur Nidoqueen. Ich kann wirklich nur zusehen. Also es macht so ein bisschen das Deck nicht so krass, muss ich jetzt mal wirklich so sagen. Glurak ist zwar eine geile Karte, aber ich denke, Glurak wäre in einem anderen Deck vielleicht noch ein bisschen besser. Aber ich würde mal sagen, dadurch, dass die erste Runde jetzt nicht so krass war, machen wir dann gleich nochmal eine zweite Runde. Sehen wir aber einfach mal. Okay, er macht wieder die Energiekarten. Man kann halt einfach Glurak einfach hochpushen und ihn einfach zerfetzen. Wenn man dann noch Heilenergie hat und ihn immer wieder runter heilt, ist es auch mega nice auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, Freunde, wir geben einfach das Spiel auf und geben diesem Deck einfach nochmal eine zweite Chance. Das war jetzt, das war nicht sehr geil. Aber egal, gehen wir einfach in die zweite Runde, Freunde. Und schauen einfach mal. Ein anderes Deck. Mit dem legendären Pokémon, wo auch Entei dabei ist. Aber wie heißt denn die Blitzversion davon? Ich weiß es gerade nicht. Psyokun? Ich weiß es nicht mehr, Freunde. Und wir haben schon wieder. Es ist wie vorhin. Jetzt haben wir wieder so viel Energie. Aber was sollen wir mit Nidoqueen am Anfang machen? Ich verstehe es nicht. Also, ich spüre das Feuer noch nicht in mir wirklich. Freunde, das Feuer ist einfach nur nicht da. So, wir haben jetzt schon mal Glumanda am Start, aber ob das gut ist, ich weiß es nicht. Immer wieder Basis-Pokémon, ich hätte gerne eine Weiterentwicklung. Wenn man jetzt eine Weiterentwicklung holen könnte, dann wäre das Deck einfach noch mal ein Stück geiler. Es wäre einfach noch mal ein Stück echt frischer, muss ich sagen. Ich bin gerade so ein bisschen im Überlegen. Wir holen uns einfach nochmal Nidoran jetzt dazu und versuchen nochmal Nidoran ein bisschen zu pushen, aber durch die Attacke haben wir jetzt extra 20 Schaden noch dazu gemacht, was ja schon mal gut war, aber man legt halt schon wieder seine Karten ab. Das ist so ein bisschen, wo ich sag, das ist ein bisschen ein Minuspunkt, würde ich so im Deck behaupten, dass man extrem viele Energiekarten braucht. Aber wirklich extrem viele. Was hat er denn da liegen? Ein Venigro. Okay. Und ein Vati. Vati-Namen. So.
könnten jetzt Wartilam töten. Wir machen jetzt einfach so, machen mal so und schauen einfach, was wir jetzt noch bekommen. Und hier haben wir ein Klutex so. Das ist auf jeden Fall mega nice. Und wir haben ein Nidoqueen. Das ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Wie viel braucht halt 3, okay. Wir machen das mal so. Ich muss sagen, das ist wirklich momentan mit Lutexo am stärksten mit ist. Ihr könnt ja mal gerne mal schreiben, was ihr von dem Deck hält. Eure Meinung könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Hätte ich ihn vielleicht zerstören sollen, ich weiß es nicht. Aber dann hätte ich wieder eine extra Energiekarte noch mehr machen müssen. So ist, glaube ich, besser. Klurak wäre jetzt echt mega nice, wenn ich dann ziehen würde. Was kann denn seine Attacke? Okay, er paralysiert mich. Okay. Was kann der? Ayo, macht mir 50 Schaden. 50 fucking Schaden, Leute. Und ich bin paralysiert. Was ist denn? Ich hätte ihn ficken sollen. Ich hätte ihn wirklich zerstören sollen. Bringt es jetzt wirklich noch was, ihn zu versuchen zu retten? Ich bin mir ein bisschen unschlüssig. Alter, dem sein Viech ist wieder so fucking krass und es verliert. Es ist halt wirklich echt, muss ich sagen, ein Minuspunkt, dass man schon bei Glumanda, bei seinem Flammenwurf, schon eine Energiekarte ablegen muss. Finde ich nicht gut, Freunde. Finde ich wirklich nicht gut. Ja, schön, dass es knapp war. Alter. Es ist ein krasses Deck auf jeden Fall. Ich werde mich darauf freuen, auch das zu showcasen. Alter Schwede. Er hat jetzt zwei meiner stärksten Pokémon gefickt. Mit einer Attacke. Und mit einer Attacke hat er wirklich gerade mein gesamtes Pokémon-Team. Einfach nur gefickt. Ich hätte echt ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Ich hätte mir krasseres vorgestellt. Oh, Freunde, 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 das ist
echt mein allererstes Showcase. Das war nicht so krass, muss ich wirklich sagen. Auf jeden Fall könnt ihr mir gerne Tipps auch geben, ob ich irgendwas verbessern soll, verbessern kann. Also, ich glaube, ich mache aus dem Glurak-Deck mache ich ein eigenes Deck mal und werde euch das mal präsentieren irgendwann mal. Sobald ich mit den Showcases mal durch bin, vielleicht sogar schon morgen, mal schauen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Könnt mir auch gerne Tipps geben, wie ihr das Deck noch geiler machen würdet. Und er nimmt mich einfach auseinander. Er nimmt mich mit diesem einen Pokémon wirklich fucking mäßig nochmal auseinander. Ich muss einfach so, ich weiß nicht. Am Anfang hat man so geil gelesen und so. Ich habe mehr darunter mit mir vorgestellt, muss ich sagen. Kritik wirklich mal an das Deck. Es ist. Ja, es ist nicht krass. Vielleicht habe ich es auch völlig falsch angespielt. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal gern schreiben. Ich bin eigentlich machtlos. Er hat gut gespielt. Und ich würde sagen, wir verlieren hier einfach. Schade. Ich hätte euch gern mehr gezeigt. Krasseres auf jeden Fall. Und würde sagen, zum Trost machen wir nochmal jetzt ein kleines Opening. Also ich habe noch ein paar Boosters. Müsste ich glaube ich haben. Ein, zwei. Öffnen wir die noch und beenden auch dann damit den Part. So, öffnen wir das Booster. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Und es wird wieder alles gut machen nach dem kleinen Inferno. Oder soll ich doch kleine Flamme sagen? Wir haben eine Pflanzenenergie. Wir haben Buffels. Algit. Leufeo. Klimbunkel. Froxy. Tubutz. Richter. Metallbratpfanne. Kaumalat. Und. Oh mein Gott, Freunde. Beim ersten Pack haben wir gleich. Oh mein fucking Gott, wir haben Xerneas. GX. Alter, sieht die fett aus. Das macht jetzt alles wieder gut, Freunde. Mega schönes Pokémon aus XY. Müsste, glaube ich, sogar aus X sein. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich jetzt da Bullshit erzählt habe. Alter. Ist sogar, glaube ich, ein legendäres. Mega geil. Leider ist Fee nicht so das, was ich. Aber wir werden mal ein Fee-Deck machen. Vielleicht sehen wir da Xerneas wieder. Oh mein Gott. Ab zum nächsten. Komm. Gib mir einen Sturm, einen mega krassen Sturm. Gib mir eine fette geile GX-Karte. Auf meinen Nacken, Freunde. Drückt mir alle Daumen. Und ich würde sagen, wir haben eine Fee-Energie. Ist das vielleicht ein Zeichen? Wer weiß. Wir haben Schneckma. Wir haben Pupanze. Kindwurm. Flimli. Libiskus. Mask Royal. Zombiris. Sagnabis. Und Flimli. Die ist schön. In Holo mit dieser Flamme. Gefällt mir echt richtig, richtig gut. Und jetzt kommt es. Lass das Feuer jetzt entfachen. Lass es entfachen. Regise. Ja, okay. Ist glaube ich der Gegenteil. Aber wir haben eine GX heute gezogen. Richtig geil, Freunde. Und ja, wenn euch das kleine Showcase gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Schreibt mir auch eure Meinung, wie ich vielleicht das Deck upgraden soll. Soll ich davon ein Upgrade machen oder sagt ihr, ach nee, warte auf das nächste Deck auf und lass einfach das Inferno in Ruhe
Und ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Deck nach der Beschreibung mit dem Inferno. War ich schon ein bisschen gehypt auf dieses geile Deck. Vielleicht hätte man andere Pokémon noch reinmachen können. Vielleicht krasseres, so ein Magma oder so, hätte sich auch ganz cool gegeben. Oder ein Fukani. Ein Fukani. Oder ein Volnona. Wäre auch cool gewesen, aber. Naja, was soll man machen, Freunde? So ist es halt nun mal. Ist es halt ein Themendeck. Und ja, ich hoffe, euch das Showcase hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da. Lasst ein Abo da für mehr. Und haut rein. Ich bin euer Rashi. Und ciao.